Und nun das Kalenderblatt. Heute vor 150 Jahren meldete der französische Chemiker Hippolyte Meschmoyes seine Margarine zum Patent an. Hören Sie dazu einen Beitrag von Matthias Schulenburg. Wie er da so saß und stundenlang die Kühe anstarrte, hätte er einer dieser schwarmgeistigen impressionistischen Maler beim Studium eines Motivs sein können, aber weit gefehlt. Hippolyte Meschmoyes war Chemiker und erhoffte sich von den Kühen Hinweise auf die Herstellung von Kunstbutter für die Fettversorgung der Franzosen in Notzeiten. Die Anregung dazu hatte Kaiser Napoleon III. Mit einem Preisausschreiben gegeben und die Notzeit kam denn auch in Gestalt des Deutsch-Französischen Krieges 1870-71. Und das, laut Roland Goeck in Die großen Erfindungen, war das Rezept, zu dem die Kühe Meschmoyes inspiriert hatten. Meschmoyes nahm also Rinderteig her, trennte nach vorangegangenem Erwärmen mit Kochsalz in einer Presse den Stearinanteil ab und behielt die flüssigen Anteile, das schmalzartige Oleo, zurück. Das Oleo kam zusammen mit Kuhmilch, Wasser und feingeschnittenem Kuhäuter in eine Buttermaschine. Am 15.07.1869 meldete Hippolyte Meschmoyes seine Margarine zum Patent an. Der Name ist vom Perlenglanz im Kunstfett abgeleitet und Perle heißt griechisch Margaron. Der Sozialwissenschaftler Uwe Spiekermann schildert in seiner Publikation Künstliche Kost die Folgen der Erfindung. Ein zentrales Problem bildete die Abhängigkeit von einem nicht beliebig vermehrbaren Produkt, dem Rinderteig. Forschungen zu den deutlich billigeren Ölsaaten schlossen sich an. Diese waren jedoch flüssig, konnten daher nur in begrenztem Umfang in die Margarine gemischt werden. Gerade in der warmen Jahreszeit zerfloss das neu zusammengestellte Kunstprodukt. Das änderte sich nach der Jahrhundertwende, als der Chemiker und Unternehmer Wilhelm Norman die Fetthärtung praktikabel machte, die flüssige Fette in Feste überführte, was mit Wasserstoff, der das flüssige Fett durchströmte, und Nickelpartikeln als Katalysator gelang. Das von Norman nicht patentgeschützte Verfahren setzte sich schnell in der gesamten Margarine- und Speisefettindustrie durch. Kokos- und Sojaöl, seit 1912 Walöl, dann auch andere Pflanzenöle, wurden nun in großem Umfang Margarine-Grundstoffe. Im Ersten Weltkrieg hatte man die Großsäuger auch zu Sprengstoff, Nitroglycerin, verarbeitet. Nach dem Krieg wurde die Nahrungsbeschaffung die treibende Kraft, die Tiere zu jagen, berichtet das Buch Walfangreisen der Bergpetrel. Die Kriegsverlierer hungern. Es herrscht ein permanenter Fettmangel. Wenn es aber keine Butter und kein Schmalz gibt, muss Margarine gegessen werden. In die Margarine können bis zu 75% Walfette eingebaut werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann die Tötung der Großwale im ganz großen Stil. Die Antarktis wurde zum Klondike der Meere, zur maritimen Entsprechung der Goldgräberstadt. Das hatte erneut den Einsatz großer Walfangflotten zur Folge. Unter Anwendung nochmals verfeinerter Fangmethoden wurde innerhalb von gut 20 Jahren ein Mehrfaches an Walen getötet als in den 50 Jahren zuvor. Insgesamt sollen seit der Jahrhundertwende 2,7 Millionen Großwale in antarktischen Gewässern erlegt worden sein. Die Bestände haben sich seither trotz umfangreicher Schutzmaßnahmen kaum erholt. Die Erwartung, Unmassen von Krill, die den Walen als Futter gedient hatten, würden jetzt den Menschen zur Verfügung stehen, trug. An die Stelle des Krills traten quallenartige Salpen. Die Margarine aber kam unter den erweiterten Kunstbegriffen der Nachkriegszeit sogar als Gestaltungsmaterial der bildenden Künste in Gebrauch. Ende der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts durch Josef Beuys. In Aktionen wie Hauptstrom von 1967 fand Fett in Gestalt von Margarinewürfeln Verwendung, deren kubische Form sich durch die Körperwärme veränderte. Vermerkt das Lexikon des künstlerischen Materials. Kanadier freilich hatten schon 1925 auf der British Empire Ausstellung etwas ungleich Komplexeres mit Fett realisiert. Eine lebensgroße Skulptur des Prinzen von Wales im Outfit eines Indianerhäuptlings, des Prinzen rangemäß aus Butter.
Matthias Schulenburg erinnerte an die Patentanmeldung für Margarine heute vor 150 Jahren.